Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Animationsfilms Butterfly Tale. Ich bin der Stu. Ihr könnt mich auch gerne Stu Schmetterling nennen. Und Lieder, welchen schönen Beinamen möchtest du denn haben? Lauslieder vielleicht? Oder Libellenlieder? Die Lauslieder, das ist ja ein schöner Beiname. Ja, ne? Hier beim Telestammtisch, wir geben uns doch Mühe mit unseren Spitznamen. Also, ja, wir zwei konnten uns vorab Butterfly Tale angucken, ein Animationsfilm aus Kanada bzw. aus Deutschland, eine Koproduktion. Und ja, das könnte eine sehr interessante Besprechung werden. Bevor wir mit der aber anfangen, müssen wir eine Sache klären, nämlich worum geht es? Und Lida, du hast die Antwort. Ja, wir befinden uns in einem Schwarm Monarch-Schmetterlinge, die wie jedes Jahr ihre Reise in wärmere Gefilde antreten wollen. Nach Mexiko in die Sonne soll es gehen, aber einer der jugendlichen Schmetterlinge, Patrick, hat ein Handicap. Einer seiner Flügel ist etwas kleiner gewachsen und darum kann er nicht fliegen. Und die Gruppe, beziehungsweise angeführt von seiner Mutter als eine wichtige, also nicht die Anführerin der Gruppe, aber eine wichtigere Flugleiterin, die sind der Meinung, das ist für ihn zu gefährlich. Darum soll er mit einer kleinen Gruppe anderer Schmetterlinge und denen, die noch im Raupenstadium sind, wie Patricks bester Kumpel Marty, zurückbleiben. Aber Patrick will unbedingt mit und schließt sich darum heimlich an. Er versteckt sich mit Marty zusammen im Proviantwagen, der von der gleichaltrigen Schmetterlingsmädchen Jennifer gezogen wird. Und das fliegt natürlich auf, dass die beiden dabei sind. Aber zum Umkehren ist es zu spät. Also müssen sie sich nun auf dieser Reise bewähren. Ja, vielen Dank. Ich fange mal mit dem an, was ich an dem Film eigentlich ganz schön finde. Ich finde, es ist ein Film, der darüber handelt, wie man einem Handicap umgeht, weil du hast schon gesagt, Patrick hat ja einen zu klein gewachsenen Flügel. Die Raupe Marty ist immer noch eine Raupe, obwohl alle anderen um ihn herum schon sich verpuppt haben und Schmetterlinge sind. Und Jennifer ist zwar eine schon ausgewachsene Schmetterlinge-Dame, aber hat halt Höhenangst. Das ist an und für sich, wie ich finde, doch eigentlich ganz nett, dass der Film halt zeigt, hey, selbst wenn du nur einen kleinen Flügel hast, kannst du, wenn du willst, auch deine Abenteuer bestehen. Würdest du das als Stärke des Films ansehen oder siehst du das eher ein bisschen kritisch? Das ist hier das Grundanliegen oder den Grundansatz gibt, sich mit Handicaps, dem gesellschaftlichen Umgang mit Handicaps auseinanderzusetzen. Es geht sowohl um psychische Beeinträchtigungen, um physische Beeinträchtigungen. Das finde ich durchaus lobenswert. Allerdings, wie der Film das macht, das ist schon im Ansatz schwierig. Schon allein, weil wir hier diese Tendenz haben, dass sowas relativ Banales wie Höhenangst mit einer konkreten Behinderung, die eben dazu führt, dass Patrick flugunfähig ist, was für einen Schmetterling eine sehr massive Einschränkung ist, gleichgesetzt wird und man dann sich fragt, wird hier das eine überdramatisiert oder das andere verharmlost? Aber dieser Vergleich fühlt sich auch deswegen schon falsch an und ist es auch, weil Höhenangst etwas ist, das man sich abtrainieren kann und abgewöhnen kann, aber so ein körperliches Handicap eben nicht. Das ist nicht einfach nur was, wo man sich zusammenreißen kann und dann geht es irgendwie weg oder wird es besser und er muss nur mehr üben oder so zu fliegen. Nee, das geht wirklich nicht. Ja, das stimmt. Also da ist mir auch aufgefallen, dass da die, ich nenne es mal die Trennlinie, nicht ganz so gesund gezogen worden ist, um es mal so auszudrücken. Trotz allem finde ich es eigentlich ganz, ganz schön, wenn so ein Film, der ja wirklich für Kinder gemacht ist, ich glaube nämlich nicht, dass es so einen Erwachsenen gibt, der sich das freiwillig anguckt, schon diese Botschaft zumindest vermittelt, hey, pass auf, du siehst auch dieser Patrick, der ist letztlich dann auch ein probates Mitglied der Gesellschaft von diesem Schmetterling, obwohl er halt nur 1,5 Flügel hat. Was der Film hat, ist halt eine gute Botschaft, wie ich finde. Was er aber nicht hat, ist ein, und jetzt kommt es, ein gutes Aussehen. Das ist ein Animationsfilm,
der weit weg von der Animationsqualität von Pixar, von Sony, von Illumination, wie sie ja heißen ist, der sieht halt wirklich, ja, es tut mir leid, der sieht halt echt billig aus. Ich finde, dass das ein Film ist, der wirkt mehr wie Grabbeltisch, aber nicht wie animiertes Kino. Was sagst du da? Ja, absolut. Die Animationen sind schlecht. Sie sind, ich möchte ja fast das harte Wort benutzen, hässlich. Die Schmetterlinge sehen überhaupt nicht aus wie Schmetterlinge. Die sehen eher aus wie kleine Elfen. Dann sind die alle auf sehr unangenehme Weise oder sehr peinliche Weise so gestylt, dass sie irgendwie cool und lässig aussehen sollen, so mit so ein paar farbigen Haarsträhnen und so fingerfreien Handschuhen. Aber verdammt nochmal, das ist hier ein für 5- oder 6-jährige oder 4-jährige gemachter Film über Schmetterlinge. Wie cool kann das bitte sein? Also auch die ganzen Effekte, die wir hier haben, wenn wir Bildübergänge haben oder uns die Hintergründe angucken, es wirkt wirklich nicht schlicht, sondern schlecht und auch lieblos gemacht. Vor allem auffällig fand ich auch die Hintergründe. Das wirkte halt manchmal wirklich wie so eine High-Definition-Fototapete, die sie irgendwo herbesorgt haben von irgendeiner Webseite. Und dann haben sie einfach die Figuren da vorgelegt und dann, so gut es geht, halt versucht, irgendeine Bewegung zu animieren. Und das ist halt einfach fürs Kino zu wenig. Das sieht wirklich aus wie ein Film, den ihr sonst so beim Saturn, Müller, Mediamarkt, wo auch immer, ihr auf DVD in der Grabbelkiste für 3-4 Euro finden könnt. Aber das ist halt wirklich ganz weit entfernt von Kinoqualität. Und so schön und gut ich die Aussage des Films halt finde, aber auch Kinder haben doch ein Recht, ins Kino zu gehen und auch einen Kinofilm zu sehen. Und das hier ist de facto für mich kein Kinofilm. Das ist allerhöchstens DVD-Ware. In dem Punkt gebe ich dir recht. Und mit der Aussage, da muss ich hier doch nochmal wieder ein bisschen reinkrätschen und einige Sachen kritisch anmerken. Denn ganz so eine nette Integrationsbotschaft, wie man sie vielleicht erst erwartet oder wie es auf den ersten Blick scheint, ist das nicht. Das sehen wir auch sehr gut am Beispiel dieser Raupe Marty, die sich dann einfach nur mal verpuppen muss. Zack, ist sie ein super schicker, schlanker Schmetterling. Vorher als Raupe ist sie so ein bisschen knubbelig und eher dick. Und da wird auch dieses Klischee bedient, oh, wir haben hier den Dicken, der ständig mampft. Dann komplette Veränderung und hey, super, kriegt er die Schmetterlingslady seiner Träume und ist ein anerkanntes Mitglied der Gruppe. Und diese Message, du musst nur einmal dich komplett verändern und zack, schon gehörst du dazu, ist mehr als problematisch, weil das ja im Prinzip heißt, dass du überhaupt nicht so akzeptiert wirst, wie du bist, wenn du dich vollkommen verändern musst. Und dann ist eben dieses Ding mit Patrick. Also Patrick und Marty verstecken sich im Proviantwagen und der ist so schwer, dass Jennifer ihn kaum noch ziehen kann. Und dann fällt sie hinter der Gruppe zurück und es trägt auch dazu bei, zusammen mit ihrer Höhenangst, dass die Futtervorräte der Schmetterlinge unbrauchbar werden und die dann in entscheidenden Momenten keinen Proviant haben. Das vermittelt erstmal ganz doll, dass Leute mit, egal ob es physisch oder psychisch sind, mit solchen Einschränkungen, in der Tat Aufgaben offenbar nicht so gut gewachsen sind und das für Gefahren für alle sorgt. Und die beiden sind sogar in einem dieser visuellen Metapher eine buchstäbliche Last für die anderen, weil sie ja da mitgezogen werden müssen und dadurch eben schwerer sind und quasi die Gruppe auch verlangsamen. Und dann der nächste Punkt, dass Patrick, wie es so zu erwarten ist, erstmal was Heldenhaftes tun muss und beweisen muss, dass er bereit ist, sein eigenes Leben und ohne Rücksicht auf Gefahren zu riskieren, mutig sich für die anderen einzusetzen, um dann anerkannt zu werden. Wie viele Leute ohne Handicap machen das in ihrem Leben? Also warum erwartet man von Leuten, die irgendeine Einschränkung haben, dass sie irgendwas Tolles beweisen müssen, damit sie es denn wert sind? Und was wäre jetzt zum Beispiel, wenn er das nicht geschafft hätte? Also wäre er dann nicht mehr gut genug gewesen oder was? Eine wirkliche Integrationsmessage wäre, dass selbst wenn du langsamer bist, selbst wenn du nicht fliegen kannst, kannst du vielleicht andere Sachen und selbst wenn nicht, hast du es trotzdem verdient mitzukommen. Dann müssen die anderen eben gucken, wie sie dich mitnehmen können. Aber diese Teilhabe sollte nicht davon abhängig gemacht werden, ob man A, sein Handicap überwinden kann oder B, noch obendrein irgendwie ganz viel tun kann, damit die Gemeinschaft von einem profitiert. Ist es nicht sogar so, dass Patrick und Marty auch ein bisschen auch mitschuld sind, dass das alles in die Binsen geht, weil sie irgendwie auch dieses Kraut, was sie da ganze Zeit fressen, irgendwie denen auch wegnehmen oder so, weil letztlich die auch
Wie war das noch? Gott ist. Na, sie sorgen, sie sind mitverantwortlich, also alle drei Kids sind dafür verantwortlich, Jennifer, Patrick und Marty, dass dieses Milch, das Milchkraut, das die Schmetterlinge da essen, und das Wort Milchkraut wird gefühlt alle 3 Minuten im Film gesagt, so nach dem Motto, guckt mal, wir haben recherchiert. Also wenn ihr mit 4-jährigen Kindern da reingeht, dann können die danach überall sicherlich Milchkraut identifizieren. Das wird eben nass, weil der Transport des Proviantwagens nicht so klappt wie vorgesehen, durch die Schuld von Jennifer, Patrick und Marty, was also dazu führt, dass die Schmetterlinge keinen Vorrat mehr haben. Nee, ich meinte davor schon, da gab es auch die Szene, dass der Marty, der als Raupe auch immer nur frisst, dass der fast den halben Vorrat schon auffrisst. Oder? Ja, das außerdem. Also Marty dezimiert auch sämtliche Vorräte durch rücksichtsloses Fressen. Und sie haben am Anfang noch eine Szene, in der Patrick eben für sich allein sein möchte, weil er Streit mit seiner Mutter darüber hatte, dass er nicht mitkommen kann. Und zack, wird er fast von der Kröte gemampft, aber Mama rettet ihn. Und dann sagt er, ich brauche niemanden, der auf mich aufpasst, ich kann für mich alleine sorgen. Aber die Szene beweist genau das Gegenteil, also suggeriert, dass Leute mit Handicaps eben doch permanent Überwachung, Bewachung, Schutz bräuchten, aber vor allem auch, und das ist entschieden, dass sie nicht wirklich wüssten, was gut für sie selbst ist. Und das ist eine sehr problematische Botschaft, insbesondere, weil das ja immer noch, ja, ich sag mal, ein strittiges Thema ist, oder diese Frage Integration. Es gibt ja auch eine sehr breite und durchaus bürgerliche Front, die der Meinung ist, Leute mit irgendwelchen Einschränkungen oder die nicht so sehr dem Normalbild entsprechen, die sollten nicht mit anderen Kids in die Schule gehen oder mit denen in Freizeitaktivitäten sein, weil es die anderen irgendwie runterziehen würde. Also das ist ja immer noch da, und da gibt es immer diesen Duktus, oh, wir haben hier Integration, wir haben hier bestimmte Sonderschulen, auf der Sonderschule mit der Sonderförderung sind die doch viel, viel besser aufgehoben, aber meistens sind das eben sehr beschissene Einrichtungen und vor allem auch sehr beschränkte Einrichtungen, die es gar nicht überall gibt. Ich sehe ja gerade, was ihr nicht gerade, ihr könnt es gerade nicht sehen, weil ich habe keine Kamera an, weil das geht euch nichts an, aber ich sehe gerade diese Szenenbilder, und ich muss halt sagen, ich mag den Look von diesem Marty, dieser Raupe. Ich weiß auch nicht. Also der ist als einzige Figur irgendwie so designt, dass er mir in Erinnerung geblieben ist. Und wo ich auch dachte, ach, der sieht irgendwie mal ein bisschen was anderes. Also du hast ja schon gesagt, die Schmetterlinge sehen meistens halt aus wie irgendwelche Elfen von irgendwelchen Fairy-Tale-Conventions geklaut. Aber dieser Marty, ich weiß nicht, der hat irgendwas. Auch wenn ich seine Figur an sich total, ich sag's wie es ist, echt nervig fand. Und auch am Ende dieser, ja, ich bin jetzt ein wunderschöner Schmetterling, auch ein bisschen seltsam empfand. Aber so vom Look her dachte ich mir, auch während des Films, das hätte man echt für ein paar coole Sachen nutzen können, aber sie machen es nicht. So, und was sie auch nicht machen, ist eine gute Geschichte erzählen, denn das haben wir noch gar nicht erwähnt. Diese Geschichte ist auch voll. Also da passiert so viel. Dann hast du noch irgendwelche 3 rachsüchtige Vögel. Dann hast du noch ein Twister, hier ein Tornado, der doch dazu kommt, eine Ratte, du hast schon die Kröte erwähnt, und ich bin halt kein Kind mehr und ich habe keine Kinder, deswegen fällt es mir jetzt schwer, dafür ein Urteil zu fällen, aber ich habe mir das Gefühl, ist das nicht für so die Zielgruppe, und die würde ich so auf zwischen 4 und 8 Jahre einschätzen, ist das nicht ein bisschen arg viel, was der Film da alles auf die Waagschale wirft? Es ist vor allem ablenkend und unnötig. Die hätten lieber die Geschichte gerader strukturieren sollen und dafür mehr in die Tiefe gehen, bestimmte Konflikte oder Probleme, wir haben ja einiges angesprochen, mehr ausarbeiten, besonders den Figuren auch mehr Charaktereigenschaften, mehr Individualität geben. Die sind hier alle extrem eindimensional. Und nicht nur so eindimensional, dass sie nicht besonders viele Facetten haben, sondern auch auf diese Art, dass man sie schon in 1000 anderen Filmen in ähnlicher Form gesehen hat. Also sofort weiß man, oh ja, das hier ist die beste Freundin, das hier ist der tollpatschige beste Kumpel, die nette, aber überbesorgte Mutter, das sind die gemeinen Rowdies, die immer ein bisschen schikanieren. Alles ist hier wirklich so Klischee, dass es auch einfach nervt. Ja, und ich denke, was den Marty so ein bisschen, einfach nur optisch, ein mini bisschen origineller macht, ist der Aspekt, dass er der einzige hier Typ ist, der ein bisschen insektenmäßig wirklich aussieht und nicht einfach nur wie ein kleiner Mensch mit Flügeln.
Ich glaube, es sind die Arme. Der hat so komische Ballonarme. Ich meine, dieses Batikhemd und die coole Mütze, das ist mir auch, das ist ziemlich ätzend, weil er auch so auf cool getrimmt ist. Aber diese Arme, ich weiß auch nicht, ich keine Ahnung. So hat das Ding, der hat so Großmutterarme, weißt du, so ich muss irgendwie so an so einen Waschwald denken oder an so einen Bäcker, jemand, der total viel Arbeit mit den Armen macht. Ja, genau. Daran erinnert mich dieser Marty. Und ganz ehrlich, du hast gerade eben mich zurückerinnert an meine Lieblingsszene an dem Film, und zwar an diese Schmetterling-Bullies. Und ich fand's einfach lustig. Da kommen halt wirklich diese Bullies an, von wegen, ja, wir sind die coolen Dudes. Und dann so, nee, ihr seid Schmetterlinge. Was ich auch wirklich super fand, und das ist, glaube ich, meine Lieblingsszene, ist ein Vogelangriff, wo... Also die Szene ist einfach aus vielen Aspekten so komisch. Das ist halt eine kleine Rückblende, wie ist Martys Vater gestorben? Klingt sehr tragisch, aber dann werden Martys Mutter und der Vater offenbar zu einer Zeit, als er noch nicht da anwesend war, weil wahrscheinlich doch im Raupenstadium, verfolgt von Vögeln. Sie ruft also Mama, zu Hilfe, mein liebster Ehemann, Vögel. Er so, oh was, Vögel verfolgen dich und ich werde dich verteidigen. Er, Schmetterling, greift einen Vogel an, haut dem Vogel ein Auge aus. Ja. Leute, ich muss lachen, wenn ich es euch erzähle. Ich kann es nicht erzählen, es ist so lustig. Ein Schmetterling. Stu, bitte übernehme, ich muss zu sehr lachen. Ein Schmetterling haut einem Vogel ein Auge aus. Ja, aber es tut mir leid, wenn ich im Sommer über die Wiese gehe, da bin ich aber auch grün und blau geprügelt von diesen ganzen Zitronenfaltern, ich sag's dir. Oh ja, es gibt sicher Todesfälle. Es ist eine Dunkelziffer, es ist furchtbar, ja. Also, man weiß nicht, wie viele Menschen jedes Jahr den Schmetterlingen zum Opfer fallen. Ich hoffe, die Regierung wird da mal ordentlich mit Pestizide durchgreifen. Aber auch diese Grundkonstellation. Wie heißt die Grundkonstellation dieser wirklich amüsanten Szene, in der der Vater der Hauptfigur stirbt. Ja. Es wird alles rausgeschnitten, dieses ulkige Gelächter. Okay, also diese Grundkonstellation dieser wirklich lustigen Szene, in der Vater der Hauptfigur stirbt, ist ja auch, dass die Mutter um Hilfe ruft und dann kommt ihr Mann, will ihr natürlich helfen, was sehr nett ist, und geht dabei drauf und dann ist sie irgendwie darüber schwer verstört. Aber was hat sie denn gedacht, was passiert? Also entweder sehe ich, ich bin in einer Gefahrensituation, aber ich will meinen Liebsten nicht gefährden, dann versuche ich mich rauszulavieren, oder ich denke, ich habe so eine Angst, mir ist alles egal, dann muss ich irgendwie einen Kauf nehmen, dass er drauf geht. Und sie fühlt sich deswegen offenbar auch kein bisschen schuldig, sondern sieht es irgendwie so als eine, ja, Tragödie. Obwohl er sich offenbar für sie geopfert hat. Also, und das übrigens bringt uns zu einem anderen problematischen Punkt dieses Films, nämlich zum einen, dass wir hier sehr, sehr, sehr oft Männer haben oder männliche Figuren, die weibliche Figuren retten, ein bisschen zu oft. Und das andere ist, dieser Film wirkt einem Heterosexualität alle 3 Minuten rein. Ich war echt halb traumatisiert. Und ich frage mich, wenn ich das so sehe, wie wirkt das auf kleine, queere Kinder? Also, die werden ja dann vielleicht hetero. Und das wollen wir doch nicht, oder? Jener nach seiner Fasson. Wenn du hetero werden willst, werd hetero. Wenn du bisexuell, werd bi. Wenn du asexuell ist. Onkel Stu ist das egal. Onkel Stu hat jeden sehr, Menschen. Nee. Sehr gut gesagt, Onkel Stu. Also ich fand diese ganze, diese zahlreichen romantischen Beziehungen in dem Film, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass der ja für ein sehr junges Publikum, so etwa im Kindergartenalter oder maximal Grundschulalter gemacht ist, einfach zu viel. Es ist okay, hier oder da eine Liebesbeziehung zu haben oder die Eltern, whatever, aber es muss nicht jeder männliche Charakter mit irgendeinem weiblichen Charakter zusammenkommen. Das ist auch einfach, es nervt dann auch einfach irgendwann, da kann man auch mal irgendwie ein bisschen mehr sich auf die Story konzentrieren, weil das auch wirklich nichts... Es bringt nichts. Es ist einfach nur so nach dem Motto, nur dann ist das Happy End komplett. Ja. Also wie gesagt, ich bin pädagogisch nicht so bewandert, aber ich hatte auch das Gefühl, für Kinder ist das zu viel einfach. Ich meine, selbst für mich war es zu viel und ich bin aus dem Kindesalter seit 2, 3 Jahren auch raus. Ne? Hast du noch irgendetwas zu Butterfly Tale, außer dein Fazit, dass du jetzt loswerden möchtest? Alles Wichtige wurde gesagt. Gut, dann können wir jetzt zum Fazit kommen. Ich fange mal an. Der Film ist, sagen wir es ist, pottenhässlich. Er ist höchstens
annehmbar animiert allerhöchstens. Er hat ein paar unfreiwillig komische Momente, wie zum Beispiel diese Bulli-Schmetterlinge und natürlich der Vater, der dem Vogel das Auge ausschlägt. Vielleicht meinten die Smashing Pumpkins das, als sie gesungen haben von der Bullet with Butterfly Wings, wer weiß. Ansonsten ist das ein Film, ganz ehrlich, es gibt so viel Besseres, was ihr euren Kindern zeigen könnt. Geht dafür nicht ins Kino. Und ja, selbst wenn ihr euch für den Film interessiert, dann was ist mit euch los? Werdet erwachsen. Also ich sage, das ist kein Film, den man sehen sollte und den man sehen muss. Und das wäre mein Fazit. Und jetzt bist du dran. Ja, egal wie viel Stu an dieser Review noch rumschneiden wird, ihr habt ganz sicher gehört, dass ich an einigen Stellen sehr, sehr lachen musste und mich kaum noch eingekriegt habe. Aber es ist das traurige Lachen der Verdammten. Also unter dem Gesichtspunkt, ja, im Nachhinein kann man durchaus Spaß an dem Film haben, wenn man sich über all die Dinge amüsiert, die darin misslungen sind. Aber sonst kann ich nur unterstreichen, was Stu gesagt hat. Er sieht wirklich miserabel aus. Da findet ihr Vormittags-Fernsehserien, die besser animiert sind. Er hat uninteressante Charaktere und das kleine bisschen netter Botschaft, wozu er ansetzt, wird so holprig und unglücklich und unzureichend vermittelt, dass ist es einfach nicht wert ist. Da gibt es viele Filme, die das besser machen. Und ich habe auch zum Teil gelesen in Kritiken, wo gesagt wurde, dieser Film habe eine Öko-Botschaft. Aber Leute, nur weil ein Film von Insekten handelt, heißt das nicht gleich, dass er eine Öko-Botschaft hat. Idealerweise fällt dann vielleicht manchen ein, ja, Insekten sind wichtig und wir sollten nicht jeden Quadratmeter Land mit Beton zukleistern. Aber das allein, dieser Aspekt, ist noch keine Öko-Botschaft. So viel dazu. Wobei letztlich ist es ja sogar so, dass der Autoverkehr den Insekten das Leben rettet. Zum genau, ne? das ist eben eine der vielen Stellen, wo eine bestimmte Botschaft vermittelt werden soll oder vielleicht irgendwie beabsichtigt war, das Ganze dann aber so unglücklich gestaltet wird in der Handlung, dass die Botschaft sich quasi ins Gegenteil verkehrt oder zumindest in Frage gestellt wird. Ähnlich haben wir es ja auch durch diese mit der Darstellung von Handicaps oder Beeinträchtigungen, die dann eigentlich gleichwertig sein sollen, aber ach, verdammt, sie haben doch allen geschadet. Gut, ich das Erste, was ich jetzt machen werde, ich werde dieses Bild von dieser Raupe schließen, denn diese Arme machen mich fertig. Gott. Na gut. Vielen Dank, ihr da draußen, dass ihr zugehört habt zu unserer Besprechung von Butterfly Tale. Es tut mir leid, es ist etwas spät und diese Raupe macht mich gerade echt fertig. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, sowie auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Lieder, dir gebührt das letzte Mal. Ja, ich mache jetzt auch die Flatter. Ganz ehrlich, wenn man diese Raupe in so eine Oma-Schürze kleiden würde, könnte ich als Oma durchgehen, fällt mir gerade ein. Du bist besessen von der Raupe. Also das ist, das hat von ihren Armen. Ich kenne ja halt Wasserbeine, aber die hat halt Wasserarme. Wie kriegt das T-Shirt angezogen bei diesen Armen? Das ist ja, ach Gott. Das ist halt so diese Trickfilmfiguren, die ihr Leben lang die gleichen Klamotten tragen. Und wenn man eben deren Physiognomie sieht, dann weiß man warum. Vielleicht ist das Vieh auch einfach nur allergisch gegen Milchkraut, wer weiß. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.